DBX-Serien, zweiter Wertungslauf der Bocholter Stadtmeisterschaften. Ich hab's vielleicht der Headline entnommen, es war kein gewöhnliches Rennen für mich. Was soll ich sagen? Ja, für mich war es relativ schnell vorbei. Fangen wir aber ganz vorne bei der Startaufstellung an. André Kubik. Thomas Schmitz. Patrick Fletcher. Mike Hörning. Michael Pichotski. Marco Zimmer. Juri Befort. Christoph Burkopf. Thorsten Manneck. Stopp! Dahinter, zurück. Du auch. Zack, dahin. Hier hin. Ja, es war zwar ein Trainingsrennen, aber ja, die Startaufstellung wurde akribisch so umgesetzt, wie es vorgesehen war. Ne, Christoph, nicht einfach eine halbe Radlänge nach vorne schummeln. So geht's ja nicht, ne? So, jetzt wird's ernst. Die letzten Sekunden bis zum Start. Das war der Tür. Stand frei in die Klasse. Volker, Mountainbike Stadtmeisterschaft. Alles gut? Voll das Bein verdreht. Ach, Scheiße. Was wir hier machen? Knöchel geht noch alles? Oh, Scheiße. Ja, in so einer Startaufstellung geht es natürlich immer eng zu. Wenn man da einen anderen Mann durchschiebt oder sowas. Ich glaube, das ist ein bisschen krumm. Oh, jetzt geht's wieder. Oh. Gut. Bist du draufgefallen oder bist du geknickt? Voll umgeknickt. Entschuldigung, mal ein Kühlfleck, warte mal hin. Alles klar? Nee, der kümmert sich um dich. Ist Ersthelfer, dann kriegst du alles gerettet, okay? Ja, das Rennen habe ich mir in der Tat ein bisschen anders vorgestellt. Welches Bild bietet sich uns, wenn die Fahrer aus der Walderholung zurückkommen? Direkt nach dem Sturz hatte ich unheimlich starke Schmerzen am rechten Knöchel. Ich wusste ja noch nicht, was passiert war. Die Hoffnung war halt noch, dass es nur eine Verstauchung oder eine Überdehnung der Bänder war. Ärgerlich. Ja, der ist umgeknickt. Ja, bist du jetzt sicher noch ein Kilo? Noch nicht dick? Ja. Da kommen die Ersten aus der Walderholung zurück. Wir schauen, wer sind denn die Ersten? Ich glaube, ich konnte Matthias Krohn schon wieder erkennen. Ja, Matthias Krohn führt das Feld an. Sind die sehr schlapp an, also als ob hier irgendwas locker ist. 4, 5, 6,
sechs Fahrer, würde ich sagen, liegen noch vorne. Fahren einfach einen Schritt auf Platz. Bei dem Auto ja, jetzt zum Beispiel, jetzt kann ich den so, jetzt fällt er so weg. Okay, kannst du ihn behalten? Dann würde ich auf jeden Fall mal das Rad ausfahren zum Röntgen. Also, zumindest mal vorstellen, die können da mehr sehen als ich hier. Ja. Sag ich mit Auto hier? Ja. Mal gucken, ob wir das Auto hier hinkriegen. Oder nicht zum Auto. Bei dir alles gut? Was heißt das denn, wenn er so nach rechts wegknickt? Könnte ein Bank gerissen sein zum Beispiel. Das könnte, das ist ja wahrscheinlich, wenn er geknickt ist. Ja, dick wird es nicht. Mal gucken tatsächlich. Vielleicht ist es einfach nur überdehnt. Okay. Aber ich würde mal jemanden drauf gucken lassen, der vielleicht auch reingucken kann. Kannst du mal eben selber festhalten? Dann kann ich eine Decke holen, dann ist es nicht ganz so kalt. Alter, ey. Ey, warum? 90 Grad geknickt der Fuß. Boah, scheiße, ey. Das war ein Schmerz, ey. Und jetzt? Nach außen. Okay. Oh, ist das nicht besser hier zu kriegen? Ja, ich weiß nicht, kann ich mal versuchen zu laufen, ja, ob das überhaupt geht? Also, Matthias Kohn, Fabian Gindermann, Lukas Gersting, Sascha Hubert, Florian Schwinter. Das sind die ersten fünf. Wir haben die Stadt Nummer 4. Leonard Wehe, RG Haldern, das ist der sechste aktuell auf der 7. Campus Schmitz, Romanze 77. Ja, kannst du versuchen, nach uns zu fahren? Ja, vorne, die ersten sechs sind noch zusammen. Campo muss jetzt noch richtig einmal klemmen, das Loch einmal zumachen. Ja, laufen geht Kontakt wohl. Hat zur Gruppe. Ja, wie so Wackelpudding, weißt du, der Fuß, so dass der so. Ja. Und der, also es kann einfach über, ne? Vielleicht hast du mal überdehnt. Überdehnt, ja, okay. Und wenn was gerissen ist, ist dann die Schmerzen richtiger? Das würde richtig wehtun, normalerweise. Weil Adrenalin habe ich jetzt noch nicht, ne? Ja. Also. Ne, das würde eigentlich würde dick werden auch, deswegen ist das schwer zu sagen. Ne, also Schmerzen habe ich jetzt in dem nicht. Ich weiß, da ist jetzt was passiert, da ist jetzt was, eine Prellung hier tut es am Knöchel, ne? Ja, aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich jetzt... Bist du auch genau auf den Nerv gefallen, dass das einfach jetzt gerade ein bisschen taub ist. Okay. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, ne? Okay. Wenn das jetzt so funktioniert, würde ich vielleicht erst nach Hause fahren. Und wenn dann schlimmer wird... Was denn, kühlen oder wärmen? Kühlen. Kühlen? Tendenziell kühlen, ja. Okay. Kühlen verhindert Schwellung. Ja. Ja. Okay. Insofern ist das... Muss nur gucken, wie das nicht direkt auf die Haut. Das ist Brennung. Ich meine, bewegen kann ich den auch. Also ist jetzt nicht so. Ja, dann ist da vielleicht tatsächlich einfach nur auf den Nerv gefallen. Dann ist ein bisschen. Okay. Der 4, Florian Schwinger, die 5. Dann würde ich hier nicht ins Krankenhaus fahren. Was hier wohl hin muss? Ja, nach Recklinghausen. Also 45 Minuten fahre ich wohl. Aber. Die haben da auch Krankenhäuser, habe ich gehört. Haben die auch, ja. Ja, ich bin dann in der Tat noch mit dem Auto nach Hause gefahren und dann ins Krankenhaus in Recklinghausen und ja, da wurde der Fuß geröntgt und ihr seht es, ein glatter Bruch am Sprunggelenk. Ja, hier seht ihr in der Radiologie aufgenommene intraoperative Bilddokumentation zur plattenosteosynthetischen Versorgung einer Weber-B-Fraktur rechts. Ja, Halleluja. Das ist das Wichtigste, ne? Das war dann noch einer. Ach ja. Ach ja. Was ist denn damit? Okay, der ist nur runtergeknickt, ne? Ja. Na gut. Wer ist denn da als erstes gestürzt? Ich weiß das gar nicht. Du nicht, ne? Du bist auch über dem drüber, oder wie? Ich bin jemand reingefahren, glaube ich. Beim Schalten die Kette gerissen, keine Ahnung. Okay. Aber ist noch einer vor euch gestürzt oder was? Ja, über den bin ich ja drüber gefahren quasi. Und dann bin ich auch. Das war nicht mein Verschulden oder so. Also. Ja. Dann bin ich eine Zeit auf dem Vorderrad nur gefahren und dann merkte ich so, dass der Fuß um 90 Grad umknickt. Und das tat weh. Aber gebrochen denkst du mal nichts, ne?
Also hätte ich ja Schmerzen jetzt so, verdammt. Also ich merke, dass da jetzt dick wird, ne? Also dass es angeschwollen ist. Also wenn ihr gebrochen wäre, wäre mit Stehen nichts mehr. Ja. Okay. Also ziemlich sicher nicht. Hast du schon mal Bänderrisse da drauf? Ne, noch gar nichts. Sonst wüsste ich, wie sich das anfühlt, aber ja, keine Ahnung. Ja. Mein Dicke das auch, ne? Schon dick. Das kommt doch wissen, ne? Ja. Das wird dick. Scheiße. Die Videoanalyse ist an, das heißt, du kannst das gleich prüfen. Wer ja, genau. Mach ich auch. Erst mal Zeitlupe. Achtet mal auf den linken Bildschirmrand, da ist der Patrick unterwegs und man sieht, wie ihm die Kette reißt und er ins Leere tritt und somit dann stürzt und in mir reinrutscht. Und hier wurde dann mein Vorderrad zur Seite gedrückt. Dann kam mein Hinterrad hoch, ich bin noch auf dem Vorderrad ein bisschen rumgeschlingert und dann zur Seite weggeknickt und auf meinem Knöchel gefallen. Mein Fuß hatte sich dann um 90 Grad verdreht. Ich bin wohl nicht rechtzeitig aus den Klickpedalen rausgekommen. Der Fuß war eingeklemmt und ja, das waren unheimliche Schmerzen. Insgesamt zu fahren, 8 Runden werden dann angezeigt. Matthias Frohn gibt die Spitze mal ab. Sascha Robert übernimmt. Lukas Gersting bleibt hier ganz clever auf der 2. Ja, ist jetzt. Leo Wiele, Fabian Gendermann. Dann, ja, und zwischen wir und Schaum. Das ist im Auto am besten hier unten rum, ne? Vom RC77. Ja, da die Fahrt einmal lang. Und dann links, ne? Ja. Genau, da zweimal links auch. Links, nächste wieder links. Dann ja. Ein Parkplatz vom LFC aus. Ja, okay. Ja, vielen Dank erstmal, ne? Wir haben das Geburtstagskind des heutigen Tages. Gott sei Dank, liebe. Herzlichen Glückwunsch. 22 Jahre wird er heute. Startnummer 46 von VfB Büttgen. Jetzt haben wir bis gleich, ne? Bis gleich. Jürgen Wies hat sich hier um ein, zwei Plätze nach vorne geschoben. Mike Körning war das gerade. Hier haben wir jetzt Juri Befort, der da kommt. Erfolg von Thomas Schmitz. Sauber, Jürgen! Mit der 3 Marco Zimmer von den Hardbikern sowie die 33 vom MSV Steele André Kubik. Ja. Hier noch die Ergebnisse des Elite-Rennens. Die findet ihr auf der Website des RC77 Bocholt e.V. auf rc77.de. Hier noch ein paar Ergebnisse der Hardbiker. Jürgen Wies ist 14. geworden, in seiner Altersklasse Senior 3 sogar Erster. Herzlichen Glückwunsch! Marco Zimmer hat es auf den 18. Platz geschafft und auf Platz 22 Christoph Prokop, 44 Sekunden dahinter Nils Wehrenbrecht. Das wäre auch so meine Platzierung gewesen, die ich angepeilt hätte. Silvester ist auf Platz 32 gelandet. Herzlichen Glückwunsch, Männer. Ja, ich bin Letzter auf Platz 49. Ja, den Grund, den wisst ihr ja jetzt. Shit happens. Ja. Das ist aber dick, ey. Merke ich jetzt.
Ob sie draußen sitzt, dann schneebedeckt. Alter Schwede. Hm? Wollt ihr draufsetzen, dann schiebe ich dich. Alter, was ist mit der Kette los? Ach, ey. Ein paar Bilder aus dem Krankenhaus. Nach dem Röntgen wurde noch ein Gips angelegt und sofort ein OP-Termin angesetzt. Ich war dann nach der OP noch 3 Tage im Krankenhaus. Ja, 2 Tage nach der OP, an dem Sonntag, fand dann der 3. Wertungslauf in Bocholt statt. Ja, hört sich kurios an, aber das Essen im Krankenhaus war richtig, richtig lecker. Das ist der Walker, den ich momentan noch trage. Mit diesem Gerät kann ich den rechten Fuß bereits bis zu 20 Kilo belasten. Ja, das ist meine Narbe. Nächste Woche habe ich nochmal einen Termin beim Orthopäden, beim Stefan Bierwirt. Grüße gehen raus, da wird der Fuß nochmal geröntgt. Und ja, Thrombosenspritzen, ich hasse sie wie die Pest. Davon muss ich mir jeden Abend eine in den Bauch rammen. Und hier seht ihr die Platte, die eingesetzt wurde mit 6 Schrauben. Die kommt dann frühestens in einem Jahr wieder raus. Die vollständige Genesung kann, 8 bis 12 Wochen dauern. Ja, an Radfahren ist momentan überhaupt noch nicht zu denken. Ja, das war jetzt meine Leidensgeschichte. Sorry dafür, aber ich habe es mir leider nicht selbst ausgesucht. Ich würde jetzt auch lieber mit dem Bike unterwegs sein, ein paar Runden drehen. Ich kann es leider nicht. Aber ihr könnt es. Fahrt viel Fahrrad, nutzt das Wetter. Und ja, ich beneide euch jetzt schon dafür. Und in 2 Wochen zeige ich euch dann Bike-Content aus Österreich. Da habe ich noch ein bisschen Material hier rumliegen. Ich kann ja leider nichts Neues aufnehmen. Und bis dahin wünsche ich euch 2 wunderschöne neue Wochen. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.